Das hier ist, auch wenn es so aussieht, keine Lavalampe, sondern ein Cocktail. Und den können Sie zu Hause nachmachen. Um herauszufinden, wie man den so hinkriegt, sind wir sogar bis nach Australien gereist. Es sind die wohl spektakulärsten Cocktails der Welt. Flüssigkeiten, die tanzen, rauchen und lebendig werden. Um zu verstehen, wie diese stylischen Getränke entstehen, reisen wir ans andere Ende der Welt, nach Australien. Genauer gesagt in die Kleinstadt Stunthorpe im Osten des Landes. Denn hier steht die Bar mit den magischen Drinks. Ihr Name? Viscosity. Hier sollen die verrückten Cocktails herkommen. Auf den ersten Blick ungewöhnlich. Es hängen Spritzen an der Wand. Ist überhaupt jemand da? Ich bin Kinsey. Kinsey gehört die Bar. Er kreiert die Drinks. Komm mit, das ist unser Labor. Kinsey Johnson ist der Cocktailmagier Australiens. Fast täglich mixt er neue Spezialcocktails. Der Australier war schon als Kind fasziniert von Chemie. Sein Labor ist allerdings nicht an der Uni, sondern hinter der Bar. Chemie und Show-Effekt, das vereint der 35-Jährige in Bestform. In seinem Labor zeigt er uns, dass Flüssigkeiten getrennt werden können. Wie will er uns an seinem Galileo-Cocktail demonstrieren? Als erstes kommt eine Flüssigkeit mit viel Zucker. Das macht sie schwer. Sie bleibt unten. Wenn ich eine andere Flüssigkeit mit halb so viel Zucker hinzufüge, bleibt diese oben. Kinsey hat schon Buchstaben aus Zucker vorbereitet. Ich mache was Besonderes für euch. Wenn man das vorsichtig platziert, schwebt es in der Mitte. Damit sich die Flüssigkeiten nicht vermischen, ist extremes Fingerspitzengefühl nötig. Darum benutzt Kinsey Spritzen. Da ist eine Linie. Du hast Spielraum, aber wenn es unruhig wird, klappt es nicht. Was hat dich motiviert? Was gab den Ausschlag für die Idee, ich kombiniere Chemie mit Cocktails? Das kam von ganz allein. Mit mehr Erfahrung im Cocktailmixen will man auch die Wissenschaft dahinter verstehen. Und je mehr man weiß, desto eher kann man eigene Kreationen schaffen. Was Neues ist immer spannend und spaßig. Der Galileo Drink. Basics für Kinsey, denn seine Cocktails können noch viel spektakulärer sein. Und das hat sich inzwischen herumgesprochen. Die Cocktails sehen irre aus, auch ohne Alkohol. Jeder will den coolsten Drink und gibt dafür zwischen 4 und 35 Euro aus. Der besondere Show-Effekt? Flüssigstickstoff mit gefährlichen minus 197 Grad Celsius. Wenn Kinsey nicht aufpasst, drohen Kälteverbrennungen. Ich habe noch nie so einen Drink oder was Vergleichbares vorher gesehen. Die Cranberry ist sehr süß, aber das Eis in der Mitte, das gibt Konsistenz, wenn man trinkt. Alkoholfrei ist cool für alle. Es geht mehr um die Optik als um den massenhaften Konsum von Drinks. Während an der Bar weiter geshakt wird, tüftelt Kinsey bereits an einem neuen Cocktail. Bis ein neues Rezept fertig ist, dauert es manchmal Monate. Es ist ein tolles Gefühl, bei den Kunden dieselbe Begeisterung zu sehen, die ich bei der Kreation hatte. Zu teilen und Feedback zu bekommen, ist sehr befriedigend. An die 100 Drinks hat Kinsey bereits ausgetüftelt. Genug für ein eigenes Cocktailbuch. Aber wie viele Zutaten braucht man für diesen Effekt? Und kann man das auch zu Hause nachmachen? Hier sind es etwa 15 bis 20 Zutaten. Wegen der unterschiedlichen Dichte können wir sie trennen und verteilen. Man kann Zucker nehmen, dann wird es schwerer. Oder man nimmt unterschiedlich dicke Säfte. Sieht toll aus. Aber wie funktioniert das genau? Die Zähflüssigkeit von Stoffen bezeichnet man als Viskosität. Einfaches Beispiel: Kiba. Der Kirschsaft fließt unter den Bananensaft. Denn seine Viskosität ist niedriger. Er ist also dünnflüssiger. Bananensaft hingegen ist dick und fließt langsam, bleibt daher oben liegen. So lassen sich Flüssigkeiten schichten. So einfach wie Kiba sind Kinseys Drinks allerdings nicht.
Das Grüne hat eine höhere Viskosität und bleibt eine Paste. Alles Geheimrezepte. Die Flüssigkeiten links mögen sich nicht und reagieren stark. Aber rechts ist ein minimaler Mengenunterschied und es passiert nichts. Wegen 2 Millimeter. Das wollen wir selbst versuchen. Los geht's. Jeder kann das mit ein bisschen Übung. Okay, kipp das hier rein. Jetzt haben wir eine schöne, schwere Flüssigkeit hier unten. Ich gebe dir die. Auf die Flüssigkeit mit hohem Zuckergehalt wird eine mit weniger Zucker aufgetragen. So entstehen 2 getrennte Schichten im Glas. Jetzt kommen die Beeren. Und jetzt nehmen wir den Blutsaft. Mach einen beständigen Strahl, damit eine Schlange entsteht. Er ist sehr schwer und sinkt zu Boden. Da sind ungefähr 12 verschiedene Flüssigkeiten drin. Ein großer Balanceakt. Prost auf deinen Mix. Und wie schmeckt der Mix? Nice. Really good. Aber man merkt, dass eine Flüssigkeit ein bisschen dicker ist als die andere. Bitte verrat's mir. Ich will es zu Hause ausprobieren. Wenn ich es dir erzähle, muss ich dich töten. Australische Regel. Die genaue Zusammensetzung seiner Cocktails will Kinsey uns einfach nicht verraten. Wir wollen aber trotzdem wissen, was dahinter steckt und fahren nach Melbourne. Hier an der Universität arbeitet die deutsche Chemiedozentin Uta Wille. Wir haben ihr Videos von Kinseys Cocktailkünsten mitgebracht. Und wie macht er das? Mit diesem Sodium Alginate, aus Algen gewonnen wird. Also es ist harmlos, es ist ein Lebensmittel, zertifiziertes Zeug, was man benutzen kann. Wie können wir das zu Hause nachmachen, dass wir eines dieser Cocktails bei unserer nächsten Cocktailparty auch machen können? Ja, da würde ich sagen, dann lassen wir mal unseren Experten Phil ran. Phil kennt sich mit der Molekularküche aus und stellt uns die Zutaten vor. Das Erste, was ihr braucht, ist Natriumalginat. Das gibt es als Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke. 1% mit mineralstoffarmem Wasser oder Fruchtsäften mischen und über Nacht ziehen lassen oder erhitzen. Eine rote und eine blaue Lebensmittelfarbe mischen. Dosierung ganz nach Lust und Laune. Die zweite Zutat ist Calcium. Am besten Calciumlactat. Das findet man auch online oder ebenfalls in der Apotheke. Auch hier ca. 1% mit Wasser vermischen. Das Ganze in das Getränk eintröpfeln. Wenn man falsch dosiert hat, gelingt zwar der Effekt nicht, aber das Ganze bleibt harmlos. Die Außenfläche des Natriumalginats wird in Berührung mit Calciumlösung zu einem Gel. Uta hat noch einen Trick. Je nachdem, wie schnell man das reintropft, kann man damit auch Würmer machen. Jetzt die Effekte kombinieren. Wir haben unterschiedlich stark gezuckertes Wasser eingefärbt und die Alginatblasen schweben tatsächlich dazwischen. Ich glaube, jeder, der das zu Hause macht und ein bisschen Nachmittag mit, der kann da ziemlich schnell sehr schöne Effekte mitmachen. Let's go! Und wie schmeckt der selbstgemachte Cocktail aus dem Labor? Die Jelly Drops, die schmecken genauso wie die von Kinsey. Sie sind außen fest und drinnen ein bisschen flüssig. Mission erfüllt. Der Galileo Molekular-Cocktail für zu Hause. Von Experimenten mit Flüssigstickstoff raten wir allerdings ab. Aber falls Sie mal in Australien sind, ab nach Stuntorf, um die magischen Cocktails zu genießen.